Ja, so liebe Freunde, zu einer weiteren Folge von Meat and Greek. Und heute haben wir das Nationalgericht von Griechenland im Angebot. Warum das eben nicht Souvlaki ist oder Gyros oder sonst irgendetwas, das erkläre ich euch nach dem Intro. Heute machen wir Fasolada oder anders gesagt griechische Bohnensuppe. Und das ist tatsächlich das, was die Griechen als ihr eigenes Nationalgericht ansehen und eben kein Fleischgericht, wie die meisten denken würden. Fasolada hat sogar ihren Auftritt im Zweiten Weltkrieg gehabt. Denn das war genau das, was die Frauen im Zweiten Weltkrieg für die Soldaten gekocht haben und ihnen dann auch an die Front gebracht haben, sozusagen. War das Essen der Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Ein Gericht, das nicht nur sehr, sehr nahrhaft und gesund ist, sondern auch sehr, sehr lecker schmeckt. Und weil damals die Griechen auch im Winter und in den Bergen gekämpft haben, ja, es ist auch ein wunderbares Gericht für den Winter, weil es schön wärmt. Und wenn man es nur noch ein kleines bisschen scharf macht, wird es richtig lecker. Was brauchen wir aber jetzt für unsere Fasolada? Wir brauchen 500 Gramm weiße mittlere Bohnen. Dann brauchen wir noch 3 Karotten, eine Zwiebel, 2 bis 4 je nach Größe Stangen Sellerie. Dann brauchen wir Olivenöl. Wir brauchen passierte Tomaten und etwas Tomatenmark. Und wir brauchen natürlich Salz, Pfeffer und Paprika. Beziehungsweise, wenn ihr das auch möchtet und ihr das nicht vegan oder vegetarisch machen möchtet, dann würde ich euch noch empfehlen, noch 2 Rinderknochen noch mit reinzumachen. Also, das sind unsere Zutaten und jetzt legen wir los. Bam! Als allererstes wollen wir jetzt erstmal unsere Bohnen nehmen und die schütten wir jetzt hier rein. Die haben wir zuerst, wie gesagt, über Nacht haben wir die einweichen lassen und jetzt, die sind jetzt schön vorgeweicht, jetzt noch einmal kurz mit klarem Wasser ausspülen und die werden wir jetzt, so wie sie sind, einmal vorkochen. Mach die hier schon rein, jetzt kommt Wasser mit drauf, so. Und lassen das jetzt ungefähr 15 Minuten, maximal 20, lassen wir das vorkochen. Der Hintergrund dabei ist erstens, unsere Bohnen werden dadurch schneller gar und zweitens, sie werden dadurch bekömmlicher, weil wir werden das Wasser, das wir hier drin haben, dann hinterher wegschmeißen. Das kommt weg, wir nehmen dann frisches Wasser und das, was immer die Tönchen nach dem Böhnchen macht. Das haben wir dann in dem ersten Wasser drin und unsere Bohnen werden bekömmlicher. Als nächstes schütten wir jetzt unsere vorgekochten Bohnen hier rein und lassen sie jetzt auch erstmal da drin und machen jetzt mit unserem Gemüse weiter. Und ich fange mit den Karotten an. Wie ihr sie schneiden möchtet, das ist natürlich euch überlassen. Ich schneide sie gerne so in der Form, weil ich sie so eigentlich ganz hübsch finde. Jetzt machen wir weiter mit dem Sellerie. Das Grüne vom Sellerie, ich mache das immer gerne so, dass ich zuerst die Blätter, weil die Blätter, die möchte ich gerne dann später benutzen, erst wegschneide und auf die Seite tue, dann habe ich sozusagen nur noch das. Und weil ich das direkt von der Sellerieknolle genommen habe, brauche ich das jetzt auch nicht abziehen wegen den Fäden oder so. Ich schneide das jetzt auch relativ schön klein und dann haben wir das Problem nämlich dann auch nicht mit den Fäden. Also von dem her, das könnt ihr dann wunderbar auch so machen. So, nachdem wir jetzt unser Sellerie geschnitten haben,
kommt jetzt unsere Zwiebel zum Einsatz. Wichtig dabei ist es, dass wir die Zwiebel nicht zu fein schneiden. Ich halbiere sie. Ich mache jetzt einmal hier nochmal ein Viertel so draus und dann einfach nur so ganz grob geschnitten. Und jetzt sind wir mit unserer Schneidarbeit fertig. Das war's eigentlich schon. In dem Topf, wo wir jetzt unsere Bohnen vorgekocht haben, machen wir jetzt weiter mit unserem Gemüse. Ich mache jetzt erstmal hier etwas Olivenöl rein. So. Und sobald das hier heiß geworden ist, machen wir jetzt unser geschnittenes Gemüse mit rein. Dazu einen großzügigen Esslöffel Tomatenmark. Das wird jetzt richtig schön alles zusammen angespritzt. Hauptsächlich geht es hier auch darum, dass das Tomatenmark angeschwitzt wird. Ich würde sagen, das reicht so. Die Bohnen dazu. Und ein Päckchen passierte Tomaten. Das hier erstmal schön umrühren. Und jetzt machen wir ein bisschen Wasser mit rein. So. Jetzt können wir eine Entscheidung treffen. Wir können das jetzt entweder vegan oder vegetarisch machen, dann lassen wir den nächsten Schritt weg. Oder ich bin halt nicht Vegetarier und nicht Veganer. Ich mache da zwei Rinderknochen mit rein, die geben nochmal etwas extra Geschmack dazu. So. Die Wassermenge sollte so gewählt sein, dass von dem Level der festen Substanzen bis oben zur Oberfläche des Wassers ungefähr 3 bis 4 maximal, eher 3 Finger Platz haben. Hier ist es deutlich weniger, deswegen gebe ich jetzt etwas Wasser mit rein. Jetzt edelsüßer Paprika, beziehungsweise ich mache gerne geräucherten edelsüßen Paprika mit rein. Und jetzt, ihr werdet mich bestimmt killen, aber glaubt mir, das macht Sinn. Wir machen ungefähr so ein Viertel bis halbes, also in Griechenland würde man eher ein halbes machen. Ich mache jetzt für euch nur ein Viertel rein, Olivenöl. Und jetzt lassen wir es kochen. Euch ist aufgefallen, dass ich bis jetzt kein Salz und kein Pfeffer reingemacht habe. Vor allen Dingen kein Salz. Warum mache ich kein Salz rein? Ganz einfach, das Salz verhindert, dass die Bohnen weich werden. Deswegen machen wir das Salz immer am Ende des Kochvorganges, wenn die dann schon weich sind. Pfeffer mache ich auch erst am Ende, weil es schmeckt dann einfach besser. Es ist dann nicht ganz so, es hat nicht nur Schärfe, sondern es hat alle Aromen noch mit drin. Wenn ihr keinen Schnellkochtopf habt und ihr macht das mit einem normalen Topf, dann müsst ihr ungefähr die dreifache Zeit rechnen als beim Schnellkochtopf. Das heißt, 15 Minuten Schnellkochtopf entspricht ungefähr 45 Minuten normaler Topf. Das sind jetzt nur ungefähre Angaben, weil man kann das so hundertprozentig nicht ganz genau sagen. Ich mache jetzt auf jeden Fall hier zu und lasse das jetzt erstmal kochen und wir sehen uns dann, wenn die Bohnen durchgegart sind. Bis später. Unsere Suppe ist jetzt hier soweit fast fertig, weil unsere Bohnen sind jetzt weich gekocht. Das, was wir jetzt noch machen, ist, ich hole jetzt hier die Knochen raus. Ihr seht, die sind wunderbar ausgekocht, haben den kompletten Geschmack abgegeben. Und jetzt haben wir hier vom Sellerie die Blätter. Die machen wir jetzt hier so schön zusammen und einfach einmal so ein bisschen grob durchschneiden.
das machen wir jetzt hier so schön mit rein. Und jetzt lasse ich es noch mal ganz kurz aufkochen. Etwas Salz und Pfeffer. Jetzt können wir anrichten. Los geht's. So. Schaut euch diese leckere, gehaltvolle Suppe an. Ich mache gerne noch ein kleines bisschen Olivenöl mit drauf. Ich habe aber hier noch etwas dazugestellt, wenn ihr euch das anschaut. Also das sind ein paar Oliven dabei, ein bisschen Käse mit Oregano und Olivenöl und hier habe ich ein bisschen geräucherte Makrele. In der Regel wird das sehr gerne mit solchen Dingen, die vor allen Dingen salzig sind, gerne dazugereicht zu dieser Fasolada, zu der griechischen Bohnensuppe. Und was natürlich auch normalerweise nicht fehlen darf, ist Brot zum Tunken. Aber ich habe mich jetzt heute auf diese Sachen reduziert. Also ich zeige euch jetzt, wie ich sie immer gerne esse. Ich nehme immer gerne ein bisschen was von dem Feta und mache den hier rein. So. Genau so. Ist das gut. Richtig schön. Nicht zu sämig. Die Bohnen sind auf den Punkt gegart. Der Feta bringt noch ein bisschen Frische mit rein. Schmeckt richtig lecker. Auch die anderen, das andere Gemüse. Ansonsten würde ich sagen, ich werde mich jetzt auf jeden Fall auf diese Fasolada stürzen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!